Immer wieder spreche ich auf diesem Kanal davon, dass es wichtig ist, Backups in der Cloud zu machen. Jetzt hat man dort ein Backup gemacht und muss aber irgendwie wieder an seine Dateien rankommen. In diesem Video zeige ich dir eine günstige Möglichkeit, wie du von One-Click-Hostern deine Backups und Urlaubsvideos wiederherstellen kannst. Los geht's nach dem Intro. Also welches Problem haben wir? Wir haben große Dateien, nämlich unsere Backups oder unsere Urlaubsvideos, zu einem Cloud-Provider oder ins Torrent-Netzwerk hochgeladen. Jetzt möchte ich den ganzen Krempel wiederherstellen, weil zum Beispiel meine Festplatte kaputt war und muss das Ganze ja jetzt runterladen. Und das gestaltet sich nicht immer einfach bzw. günstig. Zum einen wollen natürlich die Cloud-Anbieter Geld dafür haben, wenn ich die Dateien wieder runterladen möchte. Es entstehen dort ja Kosten. Und wenn ich im Torrent-Netzwerk meine Backups und Urlaubsvideos gespeichert habe, dann muss ich ja da auch wieder dran kommen und das geht ohne zusätzliches Programm leider oft nicht. Aber hierfür bietet der Multihoster RealDePrit eine Lösung. Hier werden verschiedene One-Click-Hoster-Accounts in einem Account gebündelt und das auch noch für einen sensationell günstigen Preis. Bevor wir aber über den Preis sprechen, sprechen wir einmal über das Torrent- und WebDAV-Feature. Schon bei meinem letzten Test im Jahr 2019 konnte man Torrents damit herunterladen. Jetzt ist aber noch was hinzugekommen, was das Ganze noch interessanter macht, zumindest in der Theorie. RealDePrit bietet mir jetzt die Möglichkeit an, einen WebDAV-Link in Kodi zu integrieren oder in einen anderen Media Player meiner Wahl. Das heißt, ich kann auf die Dateien, die ich auf RealDePrit mit dem Torrent-Downloader runtergeladen habe, einfach direkt streamen, ohne sie bei mir runterzuladen. Das hat auch im Prinzip funktioniert. Es gibt einen kleinen Haken, den man wissen muss, bevor man damit anfängt. Wenn man nämlich jetzt eine Torrent-Datei quasi reinlädt und dort hat man dann verschiedene Dateien zur Auswahl, dann darf man nur das Urlaubsvideo, also nur die MP4 zum Beispiel, markieren, dass die geladen wird und der Rest eben nicht. Wenn ich andere Dateien noch anklicke, führt das dazu, dass RealDePrit daraus eine RAR-Datei macht und mein Media Player in der Regel sagt, damit kann ich nichts anfangen. Ja, ich weiß, es gibt auch Plugins, die das wiederum können, aber der Standard ist etwas komisch bei RealDePrit, würde ich sagen. Das kenne ich von Seedboxen und anderen Konkurrenzprodukten deutlich besser. Also, dass da eine RAR-Datei draus gemacht wird, ist etwas befremdlich. Ansonsten habe ich jetzt nicht viel zu meckern, nur dass sich halt in den letzten Jahren da nicht wirklich was getan hat bei dem Torrent-Feature. Es wirkt alles ein bisschen altbacken, aber ich kann halt Torrent-Dateien, Magnet-Links reinladen und ich habe dann relativ schnell den Torrent auch in meine Cloud von RealDePrit geladen und kann das dann auch mit hoher Geschwindigkeit runterladen. Wenn ich jetzt hohe Geschwindigkeit sage, dann konnte ich das leider aktuell nur mit meiner 180 Mbit DSL-Leitung testen, also ist jetzt keine Glasfaser- oder Cable-Geschwindigkeit. Kommen wir aber zu den One-Click-Hostern. Was gibt es da zu sagen? Ja, zum einen hat mir gefallen, dass die Statusliste mittlerweile auf dem aktuellen Stand ist, sich regelmäßig aktualisiert und der Status auch zumindest bei meinem Test immer gestimmt hat. Getestet habe ich nämlich zwei One-Click-Hoster, einmal RapidGator und Foreshared. Dort konnte ich meine Backups ziemlich einfach herunterladen. Nur bei D-Downloader gibt es ein Limit, nämlich 5 GB am Tag. Das macht die Konkurrenz besser, aber wir kommen ja gleich noch zu den Preisen und vielleicht erklärt sich dann, warum die Limits hier etwas strenger sind. Die Preise sind auf jeden Fall mit unter den besten auf dem Markt. So kann ich zum Beispiel 30 Tage schon für 4 Euro im Monat bekommen. Und wenn man jetzt 16 Euro ausgeben möchte, dann hat man schon ein halbes Jahr, nämlich 180 Tage und drückt damit den theoretischen Monatspreis unter 3 Euro. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Es gibt keine Support- und keine Kontaktmöglichkeit, zumindest keine, die ich gefunden habe. Immerhin gibt es ein Reddit-Forum und auf Social Media scheint RealDePrit auch aktiv zu sein, aber für die eigenen Kunden relativ wenig Support. Und auch mit den angebotenen Hilfefunktionen hatte ich zum Beispiel keine Hilfe gefunden, warum aus meinen Videodateien immer eine RAR-Datei gemacht wird. Das habe ich dann auch nur bei Reddit gefunden. Was mir jetzt aber noch gut gefallen hat wiederum, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die unterstützt wird, und zwar mit dem TOTP bzw. Google Authenticator Standard. Und es gibt auch App-Passwörter, das heißt, wenn ich mich jetzt über diesen WebDAV-Standard einloggen möchte in Kodi, dann kann ich das über ein Token, würde ich das jetzt nennen, oder ein App-Passwort machen. Das ist nicht das gleiche Passwort, das ich halt für meinen Account dort habe. Ja, fassen wir nochmal alles zusammen.
RealDebrit hält aktuell tatsächlich das, was es verspricht. Es ist günstig, es ist auch ein bisschen das Konzept, you get what you pay for. Die Hoster, die angeboten werden, sind für den Preis völlig okay. Die Geschwindigkeit, die ich mit RapidGator und Foreshared erreicht habe, haben meine DSL-Verbindung komplett ausgereizt. Und das gleiche gilt auch für den Torrent-Downloader. Auch hier war alles zu meiner Zufriedenheit und alles war relativ schnell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über ein Abo von euch und schaut auch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr noch einen Affiliate-Link für zum Beispiel Premium.to. Premium.to könnt ihr zum Beispiel nutzen, wenn ihr einfach sagt, naja, ich vertraue RealDebrit nicht. Dann kann man das in den Shadowloader noch dazu eintragen und kann mit Verwendungsregeln festlegen, wann eben RealDebrit genutzt wird und wann auf Premium.to zurückgegriffen wird. Den Traffic, den man auf Premium.to kauft, der verfällt nicht, also solange natürlich Premium.to existiert, und ich bekomme auch noch zusätzlich Zugang zum Usenet.